Tanz und Gesang, verbaler Bauchstaub und so manches neue Gesicht im Publikum. Das war der Neujahrsempfang 2015 in Delitzsch. Wirtschaft und Verwaltung trafen sich zum Plausch übers Geschäftliche. Zig Vereinsleute, Politiker, Militärs und andere Akteure mit und ohne Uniform versammelten sich zum runden Tischgespräch im Bürgerhaus. Ein ziemlich langer, aber unterhaltsamer Donnerstagabend. Manfred Wilde betonte, was die Luberstadt zu bieten hat. Die Besucherzahl in Delitzsch steigt, ebenso die Auslastungsquote der Hotels. Delitzsch ist aktuell in recht guter Verfassung. Diese Ansicht zog sich als roter Faden durch die Neujahrsrede des Rathauschefs. Und was nicht ist, soll noch werden. Zum Beispiel eine komplett sanierte Bitterfelder Straße. Im April starteten die Bauarbeiten und eine umfassend modernisierte Oberschule Nord, der Antrag auf Fördermittel, steht kurz bevor. Ebenso ein neu gestaltetes Elpritzbad. Das Schwimmbad ist eine zentrale Aufgabe. Es ist auch für die Schwimmausbildung von hoher Bedeutung, unterstrich Wilde. Beendet werden soll in diesem Jahr der Ausbau des Loberbettes zwischen Döbernitz und Rosenthal fürs neue Feuerwehrdepot in Selben, Cheben und das Wohnhaus an der Marienstraße, Ecke Bitterfelder Straße, werden die Schlüssel übergeben. Im vergangenen Jahr seien es vor allem die Jüngsten gewesen, die von städtischen Bauprojekten profitierten. 80% der Investitionen kamen Kindern und Jugendlichen zugute, bilanzierte der Oberbürgermeister. Wir wollen für junge Familien interessant sein. Immerhin, Delitzsch habe bei der Bevölkerungszahl eine Trendwende geschafft. 2014 hatte die Stadt erstmals seit 25 Jahren mehr Zu- als Wegzüge. Dass die große Kreisstadt einiges zu bieten habe, diese Botschaft müsse sich noch weiter verbreiten. Die Unteroffiziersschule des Heeres leistet dafür einiges, ebenso Kleingärtner wie die in Delitzsch Ost, die 2014 mit der Silbermedaille im Bundeswettbewerb Gärten im Städtebau gewannen. Oder Touristiker wie Volker Bremer. Und nicht zu vergessen zum Beispiel der Verein der Nordlichter. Sie gehören zu den besten Botschaftern, die wir in Delitzsch haben. Mit mehreren stimmgewaltigen Auftritten und Tanzeinlagen sorgten die Nordlichter an diesem Abend für ein tolles Programm. Für mich als besonderes Highlight die Interpretation der Nationalhymne. Und schauen Sie, im Saal singen recht viele Gäste textsicher mit. Zu Wort kommen soll auch unser Landrat. Hier ist ja tüchtige Stimmung zum Neujahrsempfang der Stadt Delitzsch. Ist es der erste Neujahrsempfang dieses Jahr? Ach wo, da reichen zwei Hände nicht. Wie viel hat er gemacht schon? Ja, über 10. Oh Gott. Ja, ja. Welcher war der schönste? Alles schön. Alles schön. Und hier tolle Stimmung, alles bestens. Hier. Tolles Programm? Tolles Programm wie immer. Ja, dieses Jahr wird ja gewählt, wird auch der Landrat neu gewählt. Das ist ja erst am 7.6. Jawohl, haben wir noch Zeit bis dahin. Ne? Aber trotzdem schön, dass Sie da sind. Danke, alles Gute. Auf den Wahltermin angesprochen, er wird nicht weitermachen. 25 Jahre war Landrat Michael Tschupalla im Amt. Er wird in diesem Jahr sein Amt abgeben. Die Stimme erheben durften schließlich die mehreren hundert Gäste, diskutieren, vorstellen, vernetzen. Besonders aktiv in dieser Hinsicht ist Etta Schmidt. Hier im Bild zu sehen, leider ist das Gespräch schiefgegangen, Mikrofonausfall. Aber wir versprechen, dass wir Etta Schmidt, die neue örtliche Kreischefin beim Bundesverband mittelständischer Wirtschaft,
im Auge behalten. Sie plant gerade den ersten nordsächsischen Unternehmertag am 5. Mai. Gewerbetreibende sollen mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen. Die nächste Vernetzungsrunde im Delischer Bürgerhaus. Wir bleiben dran. Im Gespräch mit Dr. Manfred Wilde, unserem Oberbürgermeister. Das ist ja ein toller Neujahrsempfang, der dieses Jahr hier abgeht. Ist der jedes Jahr so schön? Der wird jedes Jahr schöner und schöner, vor allen Dingen mit vielen neuen Ideen, die wir haben, gemeinsam mit den Nordlichtern, eine klasse Geschichte. Also wir haben ja dieses Jahr die Nordlichter gesehen, das ist ja jedes Jahr hier, aber dieses Jahr ist was ganz Besonderes. Was gibt es denn da Besonderes? Bei den Nordlichtern, wir haben eine sehr junge Sängerin, 5. Klasse, die ja erstmalig öffentlich aufgetreten ist. Wir haben heute viele Gäste begrüßen können, die aus Leipzig da sind. Herr Bremer, Chef der Leipziger und Tourismus-Marketing-Gesellschaft für die Netzwerkarbeit, die vielen Firmenvertreter, die wir hier haben. Das ist, glaube ich, erstmalig in dieser Überregionalität auch gut vertreten. Wir haben natürlich das Jahr, wo gewählt wird. Der Bürgermeister wird neu gewählt. Er hat ja eigentlich auch hier nur noch ein halbes schade. Jahr. Mikrofonausfall. Ganz kurz weitergesagt, er bleibt uns sicherlich erhalten, wenn er wiedergewählt wird am 7.6. Ein toller Neujahrsempfang, der Rathauschef und Gäste. Schönen Dank fürs Zuschauen.